willkommen bei meinem Single-Coaching. Stiefeltern oder Bonuseltern, wenn es um die Partnersuche geht. Ich finde das persönlich einen ganz großen Unterschied, denn mein Mann hat ja 3 Kinder mit in unsere Ehe gebracht und ich finde es schrecklich, als Stiefmutter betrachtet zu werden. Stiefmutter hat für mich einfach dieses Image von der Warze und fies und schrecklich aus den ganzen Märchen. Also ich finde es nicht wirklich schön. Und ich finde den Begriff der Bonuseltern oder der Bonusmama einfach viel, viel, viel schöner und ansprechender. Und das ist auch das, was es für mich wirklich ausdrückt, wenn es um die Partnersuche geht. Ja, denn Stiefeltern kann sowas bedeuten wie, oh, da kommt jemand Böses mit dazu, der den Kindern was Böses will und sie ungleich behandelt und so weiter und so fort. Und Bonuseltern hat für mich einfach einen ganz anderen Klang und eine ganz andere Energie, die transportiert wird. Denn bei Bonuseltern geht es für mich darum zu gucken, was ist das Plus? Was bringt ein neuer Partner in das Leben von deinen Kindern? Oder was kannst du als Partner, der reingeht in eine Partnerschaft, wo schon Kinder da sind, was kannst du den Kindern als Bonus, als zusätzliches bieten, sodass du nicht der Eindringling bist, sondern einfach noch ein zusätzliches, eine zusätzliche Ansprechperson. Ja? So sehe ich mich als zusätzliche Ansprechperson für die Kinder und wir haben wirklich ein tolles Verhältnis und es macht Spaß. Und ich will nicht die Mama sein. Die Kinder haben eine Mama. Mich brauchen sie nicht als Mama. Aber als zusätzliche Ansprechperson finde ich es super. Und da sehe ich mich als Bonusmama. Und das hat für mich einfach eine ganz, ganz andere Schwingung. Und lass dir diese beiden Begriffe einfach mal auf der Zunge zu gehen, spiel mit ihnen und egal in was für einer Situation bist, egal ob du Kinder hast und jemand Neues in dein Leben reinlässt, sieh diese Person als Bonus und als Plus und andersrum, wenn du irgendwo reingehst, wo schon Kinder da sind, sieh dich als Plus und guck, was du mit reinbringen kannst, damit ihr insgesamt eine Einheit werdet, eine Einheit bildet und dass eine Situation geschaffen wird, in der sich alle wirklich wohlfühlen. Und dann habt ihr alle mehr davon, es ist für alle schöner und ihr könnt gemeinsam viel leichter mit irgendwelchen Problemen klarkommen und habt mehr Spaß miteinander. Ich habe noch andere Videos zum Thema Partnersuche mit Kindern. Ich verlinke dir das hier oben. Es sind 2 unterschiedliche, die ich besonders gut finde. Das eine ist, wenn du Kinder hast und auf Partnersuche gehst. Und das andere ist, wenn du keine Kinder hast und in eine Partnerschaft reingehst, wo schon Kinder vorhanden sind. Ja, je nachdem, in welcher Situation du bist, guck dir diese beiden Videos gerne an. Denn Kinder sind ein Riesenplus. Es ist eine zusätzliche Sache, die zu beachten ist bei der Partnersuche, aber es funktioniert. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Tschüss!